Herzlich willkommen zurück zu Lies of P und wir starten direkt die Folge mit einem Bosskampf. Was soll da schon schief gehen? Ich bin jetzt gespannt. Alles klar, ich dachte schon, der Wusterpuppenkönig. Schick sie aus. Hallo. Das war schon ganz nice. Keine Filmsequenz. Oh nee, Mann. Sieht scheiße aus. Ich schwör. Bitte geh weg. Bitte lass mich in Ruhe. Ich sehe jetzt schon, das ist ein Zwei-Phasen-Boss. Mach viel zu viel Schaden. Das liegt safe nicht daran, dass ich jetzt Blitz drauf habe. Oder? Maybe. Wer weiß. Guter alter Zwei-Phasen-Boss. Gar kein Bock. Oh, oh, oh. Block. Wie heißt der Doc Ock von Spider-Man? Mit seinen 1000 Armen. Da muss ich gerade denken, ist das laut. Tut mir jetzt schon leid. Hier los. Dumme Sau. Das war knapp. War wieder knapp. Konzentration. Vielleicht nehme ich das mit den zwei Phasen auch nochmal zurück. Das wäre arg brutal, wenn der jetzt zwei Phasen hätte. Boah, gar keinen Bock. Aber es gefällt mir, er ist lesbar.
Ich mag es, wenn man erkennen kann, was ein Gegner vorhat. Also tut. Und wenn wir ihn treffen, machen wir auch gut Schaden. Das ist auch geil. Yes. Das ist scheiße. Oh nein. Ah nein. Doch, zwei Phasen. Bitte nicht. Terminator. Och nein. Romeo, der Puppenkönig. Bitte einmal meine Heilung aufladen. Trotzdem nix. Schade. Oh nein. Wird nicht sehr einfach, aber es ist machbar. Naja, gucken wir uns das mal an. Geht's direkt für die nächste Runde rein. Ich würde jetzt, glaube ich, in der ersten Phase keinen Blitz nutzen. Das mache ich in der zweiten Stadt. Das nimmt mich komplett einfach mit. Versuche gerade noch ein bisschen seine Muster zu erkennen. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Muster. Das kann man sehr gut lesen. Fuck. Schade. Ich krieg noch mein Crit rein. Jetzt fängt er an, Doc Ock zu werden. Ach, in dem Radius bin ich safe. Okay. Ja, gut. Gut zu wissen. Ich dachte, ich muss weglaufen. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel so laut ist gerade.
nächste Tat wird auf jeden Fall. Ich spiele die Musik mal ein bisschen runter. Das ist wirklich drüber. Das auch noch rein, die sind noch voll. Schade. Scheiße. Man hat es kaum gemerkt, aber da kam wieder sehr viel Ungeduld durch. Mit kaum gemerkt meine ich, man hat es richtig doll gemerkt. Meine Fresse. Leben am Limit. Ah, Mann. Schade. Fuck. Oh Gott. So, jetzt müssen wir die Musik einmal runterdrehen. Die ist meine Ohrmuschel. Ist tausend Tode gestorben. So, Einstellung, Audio. Nehmen wir mal auf eine 4. Ich mache generell mal hier, glaube ich, komplett leiser. So. Ich glaube, so sollte es passen. So, I hope. Rein. Danke. Okay, gut. Next try. Bring mal hin. Mag Bosse immer mit zwei Phasen überhaupt nicht. Weil du dann immer erstmal in die zweite Phase kommen musst, um seine Muster zu lernen. Das hier ist ja, guck mal, ne? Ich gehe rein, lerne sein Muster, weil ich ihn ja auch instant bekämpfe. Ja. Das ist halt in den zweiten Phasen immer ein bisschen schwierig. Das Schaden? Blockt das komplett? Ich glaube nicht. Oh Gott, was mache ich denn schon wieder für eine Scheiße, Mann? So gute erste Hälfte. Dreiviertel. Erstes Dreiviertel. War richtig nice.
Ich häng fest. Okay, danke. Skippen. Wunder. Jetzt drauf. Oh Gott. Schlechtes Opening. Oh Gott! So ein kleiner Blocker. Den müssen wir blocken. Die ganze Zeit. Immer schön blocken. Alter, der zerfetzt mich in der Luft. Zerrissen. Puh, ich bin gespannt, wie lange das dauert. Können wir eigentlich hier... Boah, mach ich das? Beschwöre ich einen Geist? Ich versuch's noch ein paar Mal alleine. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es den Rahmen der Folge sprengt, so was die Länge angeht, dann nehme ich meinen Geist dazu. Das klingt sehr sinnvoll. Ja, dann habe ich ihn auch schon ein bisschen gelernt und habe ihn gut drauf und dann ist der Geist auch nicht verschwendet. Das war ein gutes Opening. Kriege ich nicht so gut gelesen. Wollte ich unbedingt auf einen großen Angriff gehen. Ja. Das war gut. Sehr gut. Schön stabil. Ein Stück zurück. Wir wollen uns jetzt hier nicht alles, was wir uns verspielt haben, wieder versauen. Opening ist gut. Alter. Die Tatsache, dass wir einfach zwei Zellen brauchen, um einmal full life zu werden. Schüssen. Denke ich. Würde ich nicht denken. Dann gehen wir da mit rein in die nächste Phase. Reicht. Genau, den sollst du machen. Genau den Angriff möchte ich von ihm sehen. Falscher Rhythmus und schon am Arsch. Dazu und es wird eine schlechte zweite Phase werden.
einen reinhauen. Schade. Schade. Ach, fuck it. Ich möchte Fortschritt machen. Ich werde jetzt einen Geist nehmen. Die Folge ist zwar noch nicht lang, aber dann machen wir wenigstens Fortschritt und hängen nicht Ewigkeiten an einem Boss rum. Das ist es mir definitiv wert. Wenn ich das jetzt so ganz so komplett allein spielen würde und so, würde ich wahrscheinlich, dann würde ich mir glaube ich nicht die Blöße geben und jetzt da einen Geist nehmen. Generell würde ich mir glaube ich nicht die Blöße geben. Bei Elden Ring habe ich schon nicht die Beschwörungen benutzt, weil ich mir einfach nicht die Blöße gebe, eine Beschwörung für einen Gegner zu benutzen, weil dann habe ich es ja nicht aus eigenem Skill geschafft. So denke ich jedenfalls darüber. Das stimmt natürlich nicht so ganz, aber kann man jetzt sehen, wie man will, ne? Muss man halt selber wissen, wie man das dann macht. Er tankt jetzt nicht zu viel. Jetzt wird er sauer. Schlechtes Opening, wirklich sehr schlecht. Unermesslich schlecht sogar. Das ist in der zweiten Phase der Begleiter skaliert. Der wird ja einfach nur wegrasiert. Also mal ganz ehrlich, bringt mir gerade einen Scheiß. Mal drauf, okay, gut. Wir haben recht viel Leben im Vergleich zu sonst. Der kann mich blockieren. Heilen. Danke. Ah. Ich glaube, wenn ich beim ersten oder zweiten Mal das jetzt genommen hätte, den Geist, hätte ich es trotzdem nicht geschafft. Incredible! You defeated the king! I gotta think the puppets will have changed too, right? There's only one way to find out. Let's go backstage. Wollen wir das tun? Wir haben ein neues Kostüm. Aber sowas von nehmen wir das.
Er ist ja übel lustig. Let's go! Ja, ist schon ganz nett so. Baum ist voll mit glänzenden Früchten. Oh, moin. I'm glad you're safe. I was so scared I would lose my precious son. It's risky for me just being out here. Fortunately, I'm so proud that I got to see my son defeat the king. Now that the king is dead, the puppets have no leader, no direction. It's tough, but I know where you should go now. As a man of invention, I'm skeptical of the alchemists, both their science and their motive. Won't you help me? If it will help Antonia and the others, it's worth exploring. Oh. That one puppet could come. Unlike a real king, the puppet left no heir. But it's still a city beset by the petrification disease. Okay, wir haben jetzt einen Impulszelle mehr von ihm bekommen. Das ist ja schon mal nett. Die Versteinerungskrankheit ist aber noch am Start. Regnerischer Tag. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder gegen Zombies und so einen Scheiß kämpfen. Nee, sind noch Puppen da. Ja, aber die machen nichts, oder? Doch. Oder? Doch, die greifen schon an. Ich rast gleich aus. Dieses permanente in die Wand geschlagen ist so schön. What's going on? All these puppets look utterly down, depressed even. And that seems weird, right? Naja, wir haben den König getötet, du. Was soll man da erwarten? Junge. Wie durch Sputter geht's hier gerade? Aber auch die Kleidung, die wir anhaben, einfach fantastisch. Whatever's happening, it's like they can't tell their elbow joints from their tail sockets. I'm not even sure they can function without the king to guide them. Und ich schlachte sie gerade alle ab. Was für eine schlechte Puppe bin ich denn? Ach nee, ich bin ja Stalker, aber immer noch eine Puppe. Wie lang ist meine Nase eigentlich? Ziemlich lang. Ich habe einen Schnabel. Von daher. Okay, was ist das? Sieht cool aus. Schade. Kann man nichts machen dort. Ich dachte, da könnte man was machen. So. Da ist eine schöne Kiste, die holen wir uns. Klasse. Was haben wir da? Eine Klinge ist eines Uhrenschwerts.
Na klar, geh los. Ich kann nicht mehr backstabben. Und mein schwerer Angriff fliegt komplett gegen die Wand. Mein Gott. So. Mensch, ist ja fast wie der Anfang des Spiels, ne? Regen. Schön in der Stadt. Sieht ja aus, als würden die um so einen Typen da trauern, als wären sie ein Puppenkönig. Aua. Aua, ich komme hier nicht mehr weg. Alter, was ist bei dem Hund los? Zirkel im Hund, ey. Mal gegen Strich rasieren. Rächen? Ich glaube, Rächen hatte ich auch noch nicht. Weiß, was das schon wieder macht. Das macht bestimmt auch instant tot oder so. Was du denn? Oh, du hast einfach keinen Kopf. Na gut. Er braucht schon Köpfe. Okay. Ach, hier geht's durch. Okay, hier sind wieder Zombies. Macht Feuer dann auch wieder Sinn. Die etwas größeren, nervigeren kommen, wäre das schon ganz geil, glaube ich. Feuer dabei zu haben. So. Habe ich das schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Junge, ein Zombie-Skorpion, Mensch, Krebs. Ja, nice. Okay, Feuer ausrüsten. Das wäre wichtig. Zack. Und einmal ins Hotel. Alle wollen mit mir reden. Und hier ist auch irgendwas. Hier ist eine Schallplatte irgendwo. Aber die suche ich jetzt mal nicht. Wir gehen erstmal ins Hotel und quatschen mit allen. So. So, so, so. Na, dann gehen wir mal bei jedem vorbei, reden mal einmal mit denen. Diese Maske. It's you when you reach a certain age. It's a comfort. I was so feisty. The passion of those days is long gone. I'm curious what your young eyes see. Ja, na klar. It's yes, those beautiful memories. Time. Time and the I hope you're making some good memories of your own. Ich bin eine scheiß Puppe, Mann. Ergo flüstert. People have no thanks for keeping me company. Okay, haben wir eigentlich. Boah, ich habe gar nicht drauf geachtet, als wir ihn besiegt haben. Ja, wir haben was freigeschalten. Und zwar den hier. Ergo eines verbannten Königs.
CB. Sieht geil aus. Und das hier. Fähigkeitsrang aller Legionswaffen plus 1. Okay. Na, ich würde mal noch nichts ausgeben. Man weiß ja nie. Oh, du, er ist weg. Ich möchte etwas sagen, Geppettos Puppe. Bitte komm in den Hotelgarten auf dem Weg zum Elysium Boulevard. Also hier. Stich. Ja. Welcome, good sir. At last, we speak frankly instead of with professional. I have something to confess. Something I don't know exactly why, and we need not dwell on the details. I adore. I have no intention of putting myself forward, of course. However, thus, I need your unique perspective. Can a puppet and a human fall in love? Ja, haben wir. It exists indeed. An unbelievable. I fear even trying to pursue such a splendid happiness. I have no intention of telling her, of course. It wouldn't be proper to burden someone so frail. If I may be frank, this is better than I dared hope. Eve, thank you. It was why. No matter what fate brings us, serving her is my welcome to hotel. Okay. Naja, weil jetzt, wo wir alle Puppen befreit haben, sind die Puppen ein bisschen... Jetzt drehen sie durch. Nee, aber... Ja, ne? Das können Puppen ja machen, was sie wollen. Quasi. So, voll Münzen einmal an. Verlieren wir die eigentlich, wenn wir sterben? Ich hatte vorhin 0. Ich habe nicht drauf geachtet. Stalker, please. Ja, bla bla, okay, du hast nichts Neues. Wir haben auch 38 von diesen Eisterbeschwörungsdingern. Gehen einmal hin bei Geppetto vorbei. Ich weiß gar nicht, ob ich Quarz bekommen habe. Ich habe einfach gar nicht mitgekriegt, was wir bekommen haben, als der Boss gestorben ist. So gar nicht. Es leuchtet nicht, ich glaube, wir haben keinen Quarz. Ne, wir haben keins. Schade. Hast du was zu vermelden? Ah, I can't believe my eyes. It's... I remember commissioning that piece from an artist named D. Gray. Like all artists, he was eccentric. Forgive a foolish man his ramblings. I know you're curious, so see for your... You don't remember... Ask me about areas you want. You don't remember... Ask me about it. We plan to reveal our new automated puppet technology at the Grand Exhibition. If it hadn't been cancelled, the alchemists are there now, working on it. In my experience, they always have an ulterior motive. The barren swamp was originally vacant, useless land. It became a polluted groundwater, spawned strange creatures. And rumors whisper of rare treasure in a monster's nest. Krat Central Station. There used to be a workshop near the station. However, the many of the puppets have moved on. But now... Dass wir können jetzt über Sachen ausfragen, wo wir schon mal waren. People call them the Alchemists of the Isle. Their headquarters must be on an island across the sea. But it's not on any charts. I remember tales of an underground dock in Krat. Lol. Da ist meine Nase also. Okay. Funny. At the house of Anini. Kannst du mir... Nein. Hast du was? Ah, I heard you the puppets appear lost. To think one can have so much control through... I fear I must call upon you again, my friend. Mhm. Okay. I always will... Ja, ja, ja. I know my way around a well.
Sie hat jetzt auch nichts Spannendes zu sagen. Haben wir was bekommen? Nein, leider nicht. Antonia's condition is getting... I knew it would come to this. We're all safe, thanks to her sacrifice. Me as well. The portrait hanging in Geppetto's room. I sense something strange. Go to Geppetto's room. I'll use my power to... Ich habe schon gesehen, es hat eine, das Gemälde hat eine längere Nase, als es haben sollte, weil es ein Gemälde ist. Okay. Nee, das war's, glaube ich, erstmal. Wir haben hier nichts großartig bekommen. Ja, eine neue Waffe, stimmt. Nee. Ach, hier war irgendwas. Da, genau. Ohne Schwert hatten wir bekommen. Ist das so? Gehen wir mal nach draußen gucken. Achso, ich bin auf dem zweiten Slot. Hey, ist halt ein Schwert. Nice. Cool. Aber rüsten wir jetzt nicht aus. Gut. Wir haben den Boss besiegt. Auch mit Hilfe mal wieder. Aber naja, Hauptsache wir haben ihn besiegt. Wir sind wieder ein bisschen vorwärts gekommen. Ich glaube, langsam kommen wir so Richtung Ende. Schauen wir mal, wie lange es noch dauert. Schön, dass du zugeschaut hast. Wir sehen uns nächste Folge. Bis dahin.